Okay, alles klar. Von, ich glaube, Nesco wurde gewünscht, dass es jemand findet, der einen Vortrag macht über die dezentrale Versionsverwaltung mit Git. Das mache ich jetzt heute nach langer Verzögerung. Warum, werde ich später sagen. Erstmal prinzipiell. Versionsverwaltung. Warum? Eine Versionsverwaltung kümmert sich prinzipiell erstmal darum, dass wir unterschiedliche Entwicklungsschritte von irgendeinem Herstellungsprozess, was auch immer das ist, ob das ein Dokument ist, also Code, oder ob das Ganze ein Bild ist oder irgendwelche Dateien, zwischengespeichert werden können. Und zwar wird dabei üblicherweise getrennt zwischen den Metadaten, also den Versionsinformationen, das ist das sogenannte Repository, das heißt, das ist der Punkt, wo quasi diese ganzen Daten über die Daten gespeichert werden, und es gibt die zu versionierenden Daten, das heißt, den sogenannten Working Tree. Das Ganze gibt es schon ewig, also ich habe jetzt das Älteste, was ich gefunden habe, ist 1985, aber ich bin mir sehr sicher, dass es damals bei IBM das Ganze ganz genauso schon gegeben hat. Letztendlich ist das, wenn jemand noch nie was von der Versionsverwaltung gehört hat, sieht das dann meistens so aus, dass dann entsprechend, wer seine Thesis schreibt, irgendwann anfängt, sowas wie Version 1, Version 2, Version 3 in die Dateinamen reinzuschreiben. Das ist aber natürlich, es funktioniert, aber es geht halt eben auch besser. Und diese Sicherung von Zwischenschritten, die wir letztendlich haben, ist natürlich gleichzeitig erstmal ein Backup. Das ist der Grund, warum die meisten bei der Thesis dann auch anfangen mit der Versionierung oder bei irgendwelchen anderen wichtigen Dokumenten. Weil man halt irgendwann, wenn der Rechner halt eben mal abstürzt oder beim Speichern abstürzt und die Dateien dann weg sind, dann kann man zumindest einen Schritt zurückgehen zur letzten Version. Wir haben außerdem eine Dokumentation vom Herstellungsprozess. Das ist vor allem wichtig, jetzt gerade bei Studenten wiederum, wenn irgendwann bei euch mal auftauchen sollte, hey, du hast deine Thesis nicht selber geschrieben, sondern größtenteils zusammenkopiert. Wenn ihr dann einfach sagen könnt, hier, da ist mein Repository, dann schau rein, ich habe durchgehend gearbeitet. Oder auch, wenn ihr selbstständig seid, gegenüber eurem Auftraggeber, dass ihr einfach dokumentiert, wie lange ihr woran gesessen habt. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben ein einfaches Experimentieren durch sogenanntes Branching. Was Branching ist, das werden wir uns später nochmal angucken. Heißt aber letztendlich, dass wir sehr einfach schnell mal Änderungen ausprobieren können. Wenn die funktionieren, dann behalten wir sie und ansonsten setzen wir es halt einfach wieder zurück auf den Ursprungszustand. Kein Problem. Wir haben außerdem durch die Versionierung viel mehr Metainformationen. Ich meine, wer weiß jetzt noch, was bei seiner Thesis zwischen Version 3 und Version 4 geändert wurde? Keine Ahnung. Mit dem Versionierungssystem haben wir die Möglichkeit, Annotationen zu setzen, also Notizen mit dazu zu speichern. Das heißt, wir können sehen, wann wurde was und vor allem auch, wenn man es mit reingeschrieben hat, warum geändert. Das geht natürlich noch weiter. Wir haben natürlich auch, wer das Ganze geändert hat, also gerade wenn wir dann mal in die verteilte Entwicklung reinschauen, haben wir also noch deutlich mehr Informationen. Wir können wirklich bis auf die Zeile herunter können wir nachweisen, wer für welche Zeile verantwortlich ist. Ist natürlich auch wichtig, wenn ihr euch vorstellt, gerade Microsoft. Microsoft wurde ja so vor 10 Jahren, ist das immer noch so, das sicherste Betriebssystem überhaupt gewesen. Dann hat Microsoft alles umgestellt auf den Secure Development Lifecycle. Und einer von den wichtigsten Punkten war, dass sie wirklich pro Zeile sagen können, wer dafür verantwortlich gewesen ist. Damit sie die Developer, die halt eben dafür sorgen, dass unsicherer Code in Microsoft entstanden ist, ausfindig machen können und schulen können. Okay, wir haben außerdem eine effektive Zusammenarbeit ohne Datenverlust. Gerade wenn man in einer Firma arbeitet, bei uns in der Firma ist das auch so, man hat ein Shared Laufwerk und zwei Leute arbeiten an einem Dokument, naja, wer halt zuletzt speichert, der gewinnt halt, ne? Die anderen Daten sind halt einfach weg. Pech gehabt. Das wird mittlerweile abgefangen, auch von Windows und von anderen Systemen, aber es kann trotzdem passieren. Vor allem, wenn man irgendwelche Backups hat oder wenn Prozesse so geschrieben wurden, dass die auf dieselben Dateien zugreifen, kannst du es alles komplett zerhauen. Okay, was für Workflows? Also für wen ist das Ganze denn eigentlich? Ich meine, Versionsverwaltung für die Leute, die bei euch entwickeln in der Firma, für die wird das nichts Neues sein, aber ich habe festgestellt, dass es auch zum Beispiel Fotografen gibt, die Versionsverwaltung benutzen. Oder auch Webdesigner oder also irgendwelche Leute, bei denen man nicht unbedingt gleich denkt, dass die etwas mit Versionsverwaltung oder Softwareentwicklung zu tun haben. Prinzipiell gibt das Ganze gerade in Firmen meistens eine zentrale Versionsverwaltung. Das ist das für die Leute, die noch CVS kennen oder Subversion, existiert ja immer noch. Es läuft darauf hinaus, dass man ein sogenanntes Public Repository hat, das heißt also ein gemeinsames Repository, und die einzelnen Clients arbeiten letztendlich so, dass die Änderungen, die sie haben, immer in dieses Repository geschrieben werden. Es ist natürlich dementsprechend ein rein zentralistisches Konzept und die Clients brauchen natürlich Schreib- und Leseberechtigung auf das Repository. Das heißt natürlich auch, dass letztendlich jeder Client irgendwas kaputt machen kann.
Würdest du gerade kurz? Danke. Könntet ihr in der Küche vielleicht ein bisschen leiser sein? Bitte. Danke. Okay, also, Clients brauchen Schreib- und Leseberechtigung auf dem Repository. Das heißt natürlich auch, dass jede einzelne Änderung, die dann in das Repository hochgeladen werden muss, dass das natürlich immer abgeglichen werden muss mit allen anderen Clients. Das ist massiv aufwendig, deswegen hat sich bei Subversion auch das Ganze eingespielt, dass man so wenig wie möglich auf das Repository schreibt. Das Problem ist, dann haben wir natürlich weniger Zwischenschritte, wir können es weniger nachverfolgen, was eigentlich auch gemacht wurde. Deswegen wurde aus der zentralistischen Versionsverwaltung wurde die dezentrale geboren. Die dezentrale Versionsverwaltung oder kurz Anarchie heißt letztendlich, dass jeder Client sein eigenes Repository pflegt. Das heißt, ich habe mein eigenes und ein Teammitglied von mir hat ebenfalls sein eigenes Repository. Das kann ich zum Beispiel auch benutzen, wenn ich jetzt bei mir persönlich nur für mich selber arbeite, an irgendwas, ist eigentlich egal. Wenn ich an meiner Thesis schreibe oder wenn ich halt, keine Ahnung, eine Homepage habe oder an irgendwelchen Bildern rummanipuliere, kann ich mein eigenes Repository haben, was nur mir gehört. Wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, hey, ich habe da irgendwas Cooles, ich finde, das würde bei dir ganz gut passen, ich habe mal eine Änderung bei dir gemacht, dann kann er entweder mir so einen sogenannten Pull-Request schicken. Ein Pull-Request heißt letztendlich, dass ein Mitarbeiter von mir oder jemand, der halt eine Änderung für mich hat, das irgendwo online stellt und ich kann dann auf sein Repository zugreifen und mir diese Änderung rausholen. Das heißt, ich bleibe Herr meines Repositories. Wenn mir seine Änderungen nicht gefallen, dann hole ich sie halt nicht rein. Punkt. Eine andere Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, ich habe zwar Änderungen, aber ich möchte die nicht unbedingt so frei ins Netz stellen oder so, dann gibt es auch die Möglichkeit, sogenannte Patch-Sets. Das heißt letztendlich, dass ich eine Änderungsdatei schicke. Das heißt, ich schicke quasi nur eine formale Beschreibung, was ich geändert habe und schicke das rüber, per E-Mail beispielsweise. Das ist eine Möglichkeit, wenn man das nicht öffentlich stellen möchte. Dieser Workflow, den wir jetzt hier beschrieben haben, ist natürlich eine absolut dezentrale Entwicklung oder halt wirklich anarchisch. Ist ziemlich cool für kleine Teams, aber sobald man mehr als 3 Leute hat, werdet ihr wahnsinnig. Weil ihr halt eben auch mit Git die Änderungen natürlich, die ihr macht, an jeden einzelnen von euren Mitarbeitern verteilen müsst. Das heißt, mit kleinen Teams funktioniert das, aber sobald das eine gewisse Größe überschreitet, wird es echt schwierig. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit mit einem gemeinsamen Maintree. Also wenn man nicht wirklich zum zentralistischen Ansatz zurückkehren möchte, kann man einen gemeinsamen Maintree haben. Das heißt letztendlich, dass jeder immer noch sein eigenes Repository hat, aber es die Möglichkeit gibt, eine gemeinsame Entwicklungslinie zu verfolgen. Das heißt, letztendlich ist es ähnlich wie dieser Ansatz, nur dass jeder zusätzlich noch sein eigenes Repository pflegt, also seine eigene Versionsgeschichte. Das kann man auch noch etwas erweitern, und zwar indem man einen Betreuer hat, der dann letztendlich das Hauptrepository, also da wo der Master liegt, pflegt. Das heißt, es gibt einen Integration Manager, heißt es jetzt bei Git, in anderen gibt es das Ganze auch. Das heißt letztendlich, dass es eine Person gibt, die halt eben sich um den Code kümmert und der dann vor irgendwelche Pull-Requests mit reinholt und der dafür zuständig ist, dass es immer läuft. Das kann eine einzelne Person sein, und jetzt wird das Ganze interessant, wenn wir gerade nochmal denken, wir hatten ja schon das Thema auch mal mit Kanban und Scrum, also dass man kleine Teams hat, die zusammenarbeiten. Das kann man natürlich auch, achso, ja, noch vergessen, die Updates werden natürlich aus dem Großen rausgezogen. Was man jetzt machen kann, ist, man kann jetzt genau dieses Konzept, kann man jetzt auch staffeln. Das heißt, wir haben quasi jedes Mal, Else, vielen Dank, wir haben hier vorne jeweils ein crossfunktionales Team. Dieses Team arbeitet gegen irgendeine Person, die das Ganze abnimmt. Das kann zum Beispiel der Kunde sein oder das kann auch der Scrum Master sein oder wie auch immer halt eben der Leiter ist. Der hat dann ein eigenes Repository und holt sich die Änderungen jeweils von seinen Teammitgliedern. In dieser Ebene wiederum haben wir jetzt wieder ein crossfunktionales Team. Das heißt, jetzt haben wir wieder diesen Scrum- oder Kanban-Ansatz oder die agile Entwicklung, dass wir jetzt wieder zusammen die Daten wieder nach oben weiterschaufeln können. Das heißt, wir haben dann oben wieder einen weiteren, der das Ganze dann pflegen kann. Und der wiederum hat dann zum Beispiel die Möglichkeit, das ins Public Repository reinzuschieben. Genau dieser Ansatz hat den ganz großen Vorteil, insbesondere wenn man halt wirklich mit großen Teams zu tun hat, dass man die Verantwortlichkeiten auf einzelne Schultern verteilt. Das heißt, die Leute, die dafür verantwortlich sind, die Product Manager oder Product Owner, sind dann diejenigen, die zum Beispiel diese Repositories pflegen können.
Genau dieses System wird zum Beispiel beim größten eingesetzt. Das größte Open-Source-Projekt, was so entwickelt wird, ist der Linux-Kernel, der ja, ich weiß nicht wie viele tausend Committer irgendwie hat. Da wird das genau gemacht, dass also Linus Torvalds ganz oben ist und dann die einzelnen Verantwortlichen für die MM-Linie und so weiter. Das wird dann quasi von einzelnen Leuten gemacht. Es gibt jetzt noch eine Variante, die man sich auch gut überlegen kann. Und zwar ist ja mit dem Thema agile Entwicklung, haben wir auch das Thema Test-Driven Development angesprochen. Und zwar war ja eins von den Hauptkriterien oder eins von den Hauptforderungen von agiler Entwicklung ist ja, dass der Main Tree immer fehlerfrei ist. Der muss immer kompilieren, der muss immer sauber sein. Das heißt, wir haben zu jeder Zeit immer einen lauffähigen Code. Was man jetzt machen kann, ist, um das zu enforcen, also das zu erzwingen, man kann beispielsweise einen automatischen Test einbauen, der, wenn jetzt irgendjemand einen Commit machen möchte in ein Shared Repository und man will nicht eine Person haben, die das immer manuell machen muss, dann kann man einfach ein Test-Framework aufsetzen und kann einen sogenannten Pre-Commit-Hook setzen. Das ist einfach ein Programmcode, der ausgeführt wird, bevor etwas in einem Repository hochgeladen wird oder gespeichert wird. Und der kann dann zum Beispiel das Test-Framework einmal durchlaufen lassen. Wenn dann ein Fehler auftaucht, dann wird der Commit abgelehnt und man hat immer noch einen sauberen Main-Tree. Das wird beispielsweise bei der Launchpad, das ist, glaube ich, die größte Plattform. Launchpad ist die von Ubuntu. Die machen das zum Beispiel so, sie haben einen automatischen Build-Daemon und der verhindert, dass falsche Daten, also dass nicht funktionierende Programmversionen irgendwo hochgeladen werden. Ich glaube, in anderen Continuous Integration Plattformen wie Jenkins oder so kann man das Ganze ganz genauso auch einbauen. Okay, der Workflow, oder zu den Workflows, ist es also eigentlich für jeden irgendwas dabei. Egal, ob man alleine arbeitet, ob man im Team arbeitet oder ob man wirklich in einer riesigen Firma arbeitet, ist es vollkommen egal. Der dezentrale Ansatz funktioniert überall. Kommen wir jetzt also zu Git selber. Git kann alle Workflows abbilden, egal eigentlich welchen. Es hat eine weite Verbreitung und zwar nachdem jetzt Apple sogar angefangen hat, im neuen Xcode 4 das Ganze standardmäßig mit einzubauen, habe ich jetzt heute gelesen auf Heise, selbst Microsoft baut Git mittlerweile ein, also in der nächsten Version vom Team Foundation Server haben wir dann auch Git mit drin, das heißt also Git ist mittlerweile auch auf Windows angekommen, das war früher so eine etwas schwierige Sache. Mittlerweile ist es wirklich auf allen großen Plattformen verfügbar. Wie immer eine kurze Historie, also das Ganze wurde entwickelt von Linus Torvalds, der hat damals ein Produkt namens BitKeeper gehabt, die haben eine Lizenzänderung gehabt und daraufhin musste er innerhalb von kürzester Zeit halt irgendeinen Ersatz dafür finden und hat sich dann Wochenende hingesetzt und hat quasi innerhalb von, ich glaube, 3 Tagen die erste Version von Git zusammengeschustert. Und zwar war das Ziel von der ganzen Sache, war, dass es eine hohe Sicherheit hat. Das heißt also, klar, der Linux-Kernel läuft auf, ich weiß nicht, wie vielen sicherheitsrelevanten Systemen, keine Ahnung. Das heißt, es muss natürlich eine hohe Sicherheit gewährleisten und es musste natürlich funktionieren mit dem Entwicklungsstil. Wie schon gesagt, mehrere tausend Committer, die das Ganze irgendwie versuchen, in ein großes Projekt reinzupressen. Natürlich schwierig. Das hat übrigens auch hervorragend funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass ich glaube, letztes Jahr die Linux-Seite mal gehackt wurde oder diese ganze Serverfarm. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz vorstellen, wenn die jetzt irgendwas am Source Code geändert hätten, durch Git oder durch die Möglichkeiten, wir werden nachher sehen, warum, war es ihnen nicht möglich, irgendwie Code so einzuschleusen in den Source Code, ohne dass jemand gemerkt hätte. Das funktioniert mit Git einfach nicht. Werden wir gleich sehen, warum. Okay, Git Quick Start. Mal schnell für diejenigen, die einfach loslegen wollen oder sich den Cast später angucken. Git installieren, siehe Homepage. Es ist mittlerweile extrem einfach, selbst unter Windows. Im aktuellen Verzeichnis müssen wir ein Repository anlegen. Das machen wir mit dem Befehl git init. Es gibt gerade unter Windows, habe ich später noch Links mit dazu, für auch GUIs, mit denen man es ganz genauso machen kann. Also die Initialisierung legt ein einzelnes Verzeichnis an, in dem diese Metadaten abgelegt werden. Dieses sogenannte Repository. Dann fügen wir Daten für die Verwaltung, also unter der Versionsverwaltung mit dazu. Das machen wir mit dem Befehl git add. Und sagen dann einfach entweder Stern oder halt eben einzelne Dateien. Das könnt ihr machen, wie ihr eigentlich wollt. Und dann müssen wir die hinzugefügten Dateien nur noch einpflegen. Dieses Einpflegen in die Versionsverwaltung oder diesen Snapshot, also diesen Zwischenschritt abzuspeichern, nennt sich Commit. Also dieses Committen ist quasi der Punkt, ich speichere das Ganze jetzt in der Versionsverwaltung als einen Zwischenschritt. Dann arbeitet ihr letztendlich wieder weiter, bis ihr wieder einen Zwischenschritt habt, wo ihr sagt, okay, jetzt wird es Zeit, dass ich mal wieder abspeichere.
und dann geht es wieder zurück zu 3. Wir müssen die Dateien, die wir geändert haben und die jetzt in den Zwischenschritten eingespeichert werden sollen, müssen wir wieder hinzufügen mit git add und danach machen wir wieder ein git commit. Ganz einfach. Und das ist letztendlich der ganz große Workflow. Wem jetzt genau dieser dritte Schritt, gerade die Subversion-Nutzer haben mit diesem dritten Schritt unglaublich Probleme, die von den älteren Systemen kommen. Da gibt es jetzt einen kleinen Trick. Ich meine, die Frage ist, warum muss ich denn diese Dateien, die ich jetzt geändert habe, warum soll ich denn jetzt überhaupt von Hand nochmal mit hinzufügen? Hat da irgendwer eine Idee mit dazu? Warum das wohl so ist? Dass es da einen Zwischenschritt gibt? Also, um es kurz vorherzunehmen, man kann es auch ohne machen. Man gibt das -a mit ein, dann geht es auch ohne. Aber Linus Torvalds hat gesagt, ich will, dass es da einen Zwischenschritt gibt. Warum? Damit man einzelne Dateien hinzufügen kann, nicht immer alles, was man geändert hat. Ganz genau. Also, dass man es sehr klein machen kann. Ganz genau. Es ist sehr häufig so, also ich zumindest habe das auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich gerade am Testen bin, habe ich halt ein Bildverzeichnis und das Bildverzeichnis liegt halt normalerweise im Projektbaum mit drin natürlich. In dem Source-Verzeichnis, bei mir zumindest, weil ich meine Projekte halt irgendwie versuche zusammenzuhalten. Dieses Bildverzeichnis will ich aber natürlich nicht in meinem Source-Tree drin haben oder in meinem Repository, weil das wird ja jedes Mal neu erzeugt. Also kann ich explizit sagen, ich adde diese Dateien einzeln und damit habe ich das Problem nicht mehr, dass dieses Bildverzeichnis auch in dem Repository mit drin ist. Das geht bei Git übrigens sogar noch krasser. Man kann das tatsächlich bis auf Zeilenebene herunter machen, wenn man möchte. Also man kann wirklich einzelne Zeilen hinzufügen, dass es jetzt geaddet werden soll oder unter Versionsverwaltung gestellt werden soll. Okay, das heißt also letztendlich, was man sich einmal vermitteln muss, und das ist wirklich die schwierigste Einstiegshürde. Ich höre immer, Git hat eine unglaublich hohe Einstiegshürde und eine steile Lernkurve. Eigentlich nicht. Man muss nur einmal einziges Mal verstanden haben, was die Staging Area ist. Das ist das einzig Wichtige. Also, der Lifecycle. Was haben wir denn vorhin gemacht? Wir haben das Ganze initialisiert. Wir haben Dateien erstmal hinzugefügt, damit sie überhaupt unter der Versionsverwaltung stehen. Danach haben wir sie in die Staging Area reingepackt. Das ist dieses Add. Das ist beim ersten Mal, das ist quasi ein Schritt, der automatisch passiert. Und dann haben wir das Ganze committed, also einen Zwischenschritt gespeichert. Das heißt, letztendlich geht es bei den Dateien so, dass sie losgehen als untracked, also nicht unter Versionsverwaltung. Dann geht das Ganze weiter, dass es hinzugefügt wird. Üblicherweise nach dem Hinzufügen ist es erstmal in dem Staged-Bereich. Und der Commit führt dann dazu, dass diese Dateien in den Unmodified-Status gesetzt werden. Sobald jetzt Dateien ändern sich diese Unmodified-Dateien in den Modified-State. Das ist erstmal nur eure Arbeit. Damit sie jetzt wieder übermittelt werden, also in den nächsten Zwischenschritt reingespeichert werden, müssen wir wieder ein Add machen, das ist dieses Staging. Das heißt, unglücklicherweise muss ich sagen, ist es bei Git so, dass dieser Add-Befehl, den es da gibt, git add, der macht sowohl Hinzufügen von Dateien, also von untracked auf unmodified, als auch das Editieren, Hinzufügen zu dieser Staging-Area von Dateien. Für euch wichtig einfach nur zu merken, wenn ihr wollt, dass irgendwelche Dateien gespeichert werden, müsst ihr entweder das Add machen oder, wem das zu blöd ist, weil das einfach momentan nicht benutzt, macht einfach diesen Shortcut, das heißt, Schritt 3 fällt weg und ihr macht einfach nur ein Git Commit mit dem -a. So, was wir jetzt hier mit drin haben auch schon, ist eine von den Meta-Informationen und zwar steht hier mit drin dieses -m My Commit Message. Könnt ihr auch weglassen, dann öffnet sich ein Editor und ihr könnt dann wunderschön in Notepad oder VI oder was auch immer ihr als beliebten Editor eingebaut habt, benutzen, um halt eben eine aussagekräftige Commit-Message zu machen. Diese aussagekräftigen Commit-Messages sind übrigens das Wichtigste, was man bei der Versionsverwaltung wirklich machen kann, weil wenn ihr gerade mal in öffentliche Projekte reinguckt, da gibt es so viele Commit-Messages, die irgendwie, keine Ahnung, change something heißen. Das ist super, weiß jeder sofort, was natürlich gerade gemacht wurde. Okay, generelle Nutzung. Generelle Nutzung ist eigentlich erstmal ganz wichtig, die Hilfe. Git ist super dokumentiert, also es ist wirklich eins der Open-Source-Projekte, die wirklich vorbildlich die Dokumentation gemacht hat. Die haben ein komplettes Buch darüber rausgebracht, ist nachher auch in den Quellen mit drin und es gibt zu jedem Befehl immer ein Help. Das heißt, wenn ich jetzt gerade dieses Git Commit mal sehen möchte, was es alles tut, sage ich Git Commit, Leertaste, --help und das ist wirklich alles dokumentiert. Ist auch wichtig, weil ich glaube, bei den Befehlen gibt es mittlerweile über 300. Also Git ist da sehr groß, was das Ganze angeht, was man damit machen kann. Wenn ich jetzt gucken möchte, wie der aktuelle Status ist, also was hat sich denn geändert, seit ich das letzte Mal einen Zwischenstand gespeichert habe,
dann mache ich einen Git Status. Das gibt mir eine Aussage oder eine Ausgabe darüber, was sich alles geändert hat, was gleich geblieben ist und so weiter und so fort. Wenn ich sehen möchte, was denn bisher überhaupt gelaufen ist, gebe ich Git Log ein. Dieses Git Log zeigt mir dann die einzelnen Commits, also die Zwischenschritte, und was dann nachher geändert wurde, beziehungsweise die Nachricht, die da quasi hinterlegt ist. Auch bei diesem Git Log gibt es wieder eine Hilfeseite, die ich sehr empfehlen kann, weil gerade bei den Ausgaben gibt es, ich weiß, auch nochmal irgendwie 200 verschiedene Optionen. Das ist abartig, was man alles machen kann. Eine sehr wichtige Sache jetzt, das ist jetzt vor allem wichtig für die Leute, die vorher Subversion benutzt haben. Commits sind SHA1 oder SHA1 Hash-Sums. Das heißt, für die, die nicht wissen, was eine Hash-Sum ist eine mathematische Einwegfunktion. Das heißt, man schiebt irgendwas rein und am Ende kommt ein kurzer String, also eine kurze Zeichenkette raus. Die ist 16 Zeichen, glaube ich, lang oder 32. Nee, 16, glaube ich, sind das Ganze. Und die Idee hinter dieser mathematischen Einwegfunktion ist, dass es zwar sehr einfach ist, von dem Eingabetext auch zum Ausgabetext zu kommen, aber super schwierig vom Ausgabetext zum Eingabetext. Also die andere Richtung ist super schwierig. Daher mathematische Einwegfunktion. Wie ich vorhin bereits sagte, die Linux-Seite wurde gehackt. Aber auf der Linux-Seite waren alle Commits mit diesem SHA1 Hash-Sum verschlüsselt oder zumindest gesichert. Das heißt, hätte irgendeiner versucht, irgendwas daran zu ändern, dann wäre der Hash-Sum falsch und dann würde Git automatisch alles blocken, wenn man das Ganze versucht runterzuladen. Das heißt also, Git hat intern bereits eine sehr hohe Sicherheit. Wenn das nicht reicht, weil es kann ja immer noch sein, dass jemand irgendwie einen Commit halt eben reinsetzt, der halt irgendwie nicht legitimiert ist, kann man zusätzlich noch, auch intern gebaut, die Commits, die man macht, per GPG signieren. Das heißt, wer einen GPG-Schlüssel hat, wir müssen übrigens mal wieder die nächste GPG-Key-Signing-Party wieder mal irgendwie haben, ne? Genau, dann kann man das Ganze auch noch mit GPG signieren. Der Linux-Kernel zum Beispiel, wenn man bei der Linux-Kernel-Entwicklung mitmachen möchte, ist das Pflicht, dass man das tut. Da werden keine Commits angenommen, die nicht GPG signiert ist. Und damit man nicht jedes Mal einen 16 Zeichen langen Code abtippen muss, wenn man irgendwelche Änderungen machen möchte, reicht es auch, wenn man tatsächlich nur die ersten paar Zeichen eingibt. Git hat einen kleinen Suchalgorithmus mit drin, der dann quasi die einzelnen Commits ausschließt, die halt eben nicht mit dazu passen und dann wirklich auch eine Warnung ausgibt, falls man da irgendwie zu wenig ausgegeben hat. Bei den meisten dieses Tab Autocomplete funktioniert natürlich auch. Das heißt also, gerade für die Leute, die von Subversion kommen, keine Angst haben vor den Hash-Sums, die sind nicht so schlimm, wie sie am Anfang aussehen. Okay, ich habe vorhin gesagt, man kann mit Git auch sehr einfach Experimente machen. Das ist das sogenannte Branching. Branches sind leichtgewichtige Kopien des aktuellen Bearbeitungsstandes. Das heißt, wenn ich jetzt gerade mal irgendeine Anwendung habe, also ich möchte mal ein kurzes Experiment machen, ob ich irgendwie einen Algorithmus schneller bekomme oder so, also Optimierung, dann mache ich dafür erstmal einen Branch auf, mache dann meine Optimierung und wenn ich dann feststelle, dass die Optimierung entweder langsamer ist als vorher gedacht oder nicht so funktioniert, wie sie vorher gedacht war, dann kann ich den ganzen Branch einfach wegwerfen. Es kostet kaum Speicher, es kostet kaum Rechenkapazität, das ist einfach extrem schnell. Es ist auch sinnvoll, wenn man verschiedene Feature-Branches hat, das heißt unterschiedliche Module, die man entwickeln möchte. Dann kann man die auch in unterschiedliche Branches reinsetzen und das Ganze damit machen. Außerdem, was auch sehr gerne gemacht wird, ist die Trennung unterschiedlicher Versionen, das heißt Stable oder zum Beispiel den Development Branch. Das kann man auch sehr, sehr gut machen. Es gibt automatisch immer einen Standard Branch namens Master, der wird angelegt beim ersten Commit. Branches anzeigen ist relativ einfach. Git Branch, neuen Branch erstellen ist auch sehr einfach. Git Branch Feature X zum Beispiel. Und das ist jetzt wieder eine kleine Verwirrtaktik mit Subversion-Benutzern. Der Befehl Checkout, der klont nicht irgendwelche Sachen, so wie es bei Subversion ist. Nein, mit dem kann man zwischen den Branches wechseln. Das heißt, ich kann wechseln mit Git Checkout Feature X auf den Feature X Branch, arbeite dann, mach dann, bin dann irgendwann fertig und sage dann, okay, dann gehe ich jetzt zurück auf den Master Branch, also Git Checkout Master. Und dann kann ich ein sogenanntes Merge durchführen, das heißt, es ist das Zusammenführen von Branches auf einen. Und kann dann diesen Feature-Branch, den ich jetzt nicht mehr brauche, weil jetzt habe ich das Ding ja eingebaut, kann ich, wenn ich möchte, löschen. Ich kann auch da behalten, wenn ich möchte. Dann behalte ich auch die komplette Historie mit drin. So. Das Einzige, was ich euch jetzt noch erzählen möchte, ist noch kurz das Tagging. Und zwar für die Leute, denen halt diese Commits zu doof sind oder gerade, wenn man irgendwann so irgendein Projekt hat, als Selbstständiger mit einem Auftraggeber und
Irgendwann 2 Jahre später kommt er wieder an, dann ist es nicht schlecht, wenn man auch sogenannte Tags vergeben hat. Tags sind einfach nur ein anderer Name, den ihr angeben könnt, so wie ihr das Ganze wollt, für ein bestimmtes Commit. Es geht ganz einfach, git tag version 1 sagt, dass der aktuelle Commit, der gerade da ist, dass das jetzt einfach die Version 1 sein soll. Das ist einfach wieder eine Möglichkeit, noch mehr Informationen reinzugeben. Okay, Zusammenarbeit habe ich auch noch mit drin, sorry, doch noch eine weitere Sache. Ihr gebt einfach erstmal euren Namen mit an, das ist die sind die oberen Zeilen. In der ersten git-config-Zeile müsste es natürlich --global heißen, curse Autokorrektur. Genau, da wird einfach nur gesagt, Username und E-Mail-Adresse. Anschließend klonen wir ein Repository. Dieses Klonen heißt letztendlich, dass wir uns eine eigene Kopie davon runterziehen und damit arbeiten können. Dann arbeiten wir, als wenn das Ding lokal ist, weil, wie schon gesagt, jeder hat ja sein eigenes Repository. Ihr habt gerade quasi ein eigenes angelegt. Und dann müssen die Daten nur noch zurückgeschickt werden. Damit das Ganze funktioniert, muss erst ein Git-Pull gemacht werden. Das ist quasi, dass die aktuellsten Änderungen aus dem Repository wieder runtergezogen werden. Und dann kommt ein Git-Push, Origin, Master. Das Origin ist fest verankert, da verweise ich jetzt auf die Dokumentation, was da alles noch geht. Und das Master ist halt der Master-Branch, der bei euch ja automatisch angelegt wurde. Alternativ, wenn das nicht geht und ihr zum Beispiel einen Patch schicken wollt, dann sind die letzten beiden Zeilen wichtig. Ein Patch erstellen, steht da. Und ihr könnt von Git aus auch das Ganze automatisch versenden per E-Mail, wenn ihr wollt. Also dieses Git Send E-Mail. Damit lassen sich auch wieder ganz viele lustige Dinge tun, zum Beispiel auch wenn ihr die Patches in einer anderen Form verschicken wollt oder sowas, da gibt es also 100.000 lustige Dinge, die man tun kann. Okay, jetzt gibt es aber noch eine wichtige Sache, nämlich die Sache mit der Konfliktlösung. Wir haben ja vorhin gesagt, mit diesen Shared Networks ist eine dumme Idee, weil der Letzte, der speichert, gewinnt. Wie macht das Ganze jetzt Git selbst? Gerade wenn man zusammen entwickelt, ich meine, man entwickelt ja normalerweise parallel zueinander und wenn man jetzt ein lokales Repository klont, also von einem Remote auf ein lokales Repository klont, arbeitet man ja erstmal nur auf der lokalen Maschine. Erst dann, wenn man dieses Git-Push durchführt, werden die lokalen Änderungen auch wieder auf den Server hochgeladen. Natürlich etwas doof, weil währenddessen haben ja andere Leute auch schon was hochgeladen. Deswegen gibt es bei Git, so wie bei allen Versionsverwaltungssystemen eigentlich, eine kleine Prüfung. Und wenn man ein Commit macht, ohne dass man auf der aktuellsten Version ist, wird das erstmal prinzipiell verhindert. Deswegen ist hier dieses Git-Pull wichtig. Das ist nämlich genau das, dass das lokale Repository auf die neueste Version hochgezogen wird. Sobald es da Probleme gibt, zum Beispiel, wenn man in derselben Funktion irgendwas geändert hat oder in derselben Datei irgendwas geändert hat, dann gibt Git sofort eine Fehlermeldung aus. Das heißt, man hat zwar jetzt die neueste Version da, aber Git fängt jetzt an, die Änderungen entweder automatisch zu lösen, zum Beispiel, wenn es in 2 unterschiedlichen Funktionen ist, dann erkennt das Git und sagt dann, okay, ich habe das automatisch gelöst, muss ich nichts machen. Aber zum Beispiel bei Binärdateien oder so geht das nicht, bei Bildern. Und dann muss man die Konflikte manuell lösen. Das läuft einfach so, dass man halt die Sachen von Hand ändert, also in Textdateien direkt in einer Textdatei. Oder halt, wenn es zum Beispiel ein Bild ist, dann macht man dieses git-checkout --ours, das heißt, unsere Version soll genommen werden oder meine Version soll genommen werden und dann macht man wieder commit und push origin master, dann ist es auch wieder gelöst. So, zum Abschluss hilfreiche Tools. Für die Leute, die mit der Kommandozeile nicht so gut zurechtkommen oder das einfach irgendwie schön haben möchten in einer GUI, gibt es zum einen gitcar, das ist gerade auch für die Leute mit der Kommandozeile auch ein sinnvolles Tool. Und zwar bekommt man damit eine grafische Anzeige von den Logs eines Repos. Und zwar sieht man ja sehr gerne diese Bäume oder diese Straßenbahnen, sag ich mal, wie die Entwicklung gewesen ist, also wo was abgespalten ist und wo das Ganze hochgeht. Gerade wer sich mal das vom Linux-Kernel mal anschaut, das ist also sehr spannend, was da alles so an Entwicklungen vor sich geht. Da könnt ihr wirklich mal ein riesen Beispiel sehen. Für Windows gibt es, so wie es Tortoise S4N, das kennen alle Leute, die Subversion eigentlich unter Windows benutzen, kennen normalerweise Tortoise S4N. Es gibt davon genau dasselbe für Git. Nennt sich halt entsprechend Tortoise Git und nicht Tortoise S4N. Ist ebenfalls sehr gut. Für alle Betriebssysteme gibt es ein Tool, was sehr unbekannt ist in meinen, zumindest ich habe es vorhin noch nie gehört, namens Melt. Das ist ein sehr, sehr, sehr cooles
Quellcode-Vergleichstool. Und zwar gerade, wenn man Konflikte hat oder einfach sehen möchte, was sich wie wo geändert hat. Das zeigt einfach einen ganz normalen Diff an, also linke Seite, rechte Seite. Man kann aber mit einfachen Klicks die Änderungen hin und her schmeißen. Also Meld kann ich absolut empfehlen. Wem diese Ausgaben, die man konfigurieren kann über Git, zu doof sind, der kann sich mal Tick angucken, also geht rückwärts. Das ist das Text Mode Interface for Git. Und das ist letztendlich, macht eigentlich auch nichts anderes als Git, aber es breitet das Ganze sehr schön auf und hat einfach das Ganze bunt und in Farbe und schön. So, jetzt noch ein kurzer Tipp für die Leute, die weniger mit Code arbeiten, sondern eher so, jetzt, also bei mir war es jetzt gerade der Fall, ich habe eine Homepage für meine Schwägerin designt und da muss ich natürlich keinen Code hochladen. Ich will auch nicht mein komplettes Git-Repository irgendwie online stellen und dafür gibt es dieses Git-FTP-Modul, kann man sich auch runterladen und damit kann man ohne Probleme die Daten bei einem von unseren klassischen Low-Budget-Hostern einfach per FTP hochwerfen aus Git heraus und die Dateien, die halt unnötig sind oder die einfach, die nicht eingecheckt sind, werden erst gar nicht mitgenommen. Das heißt, es wird wirklich gerade auch die neueste Version wird dann entsprechend immer hochgestellt. Das macht es also sehr, sehr einfach, vor allem, weil man auch verschiedene FTP-Server angehen kann. Man kann also das Ganze nochmal unterteilen zwischen einem Development-Server und einem Stable-Server oder sowas. Das ist also gerade für die Leute, die weniger was mit Code zu tun haben, sehr gut. Okay, mehr Git. Für die Leute, die jetzt sich ein bisschen weiter einarbeiten wollen, der erste Link ist eigentlich der wichtigste, das ist das Git-Book namens ProGit. Dieses ProGit-Book von Scott Chasen ist sehr, sehr umfassend und hat also, ich weiß nicht, ob er wirklich jeden Befehl mit dokumentiert hat, aber er macht das Ganze ständig neu und aktualisiert es auch immer auf die neueste Version mit ein bisschen Verzögerung und erklärt eigentlich immer sehr, sehr gut mit Beispielen, wie man vorankommt, erklärt auch gerade für Anfänger sehr, sehr gut, wie man da reinkommt. Also das Buch ist absolut empfehlenswert. Wer mit Git anfangen möchte, und zwar mehr als nur solo, also auf dem eigenen Rechner etwas machen möchte, so ein bisschen im Team was machen möchte, wir haben auch ein GitHub-Account, und zwar GitHub ist quasi eine sehr, sehr schöne Homepage, in der, die da gerade das Entwickeln mit Git sehr, sehr einfach macht und das Zusammenarbeiten auch sehr, sehr einfach macht. Wobei gerade mal die Frage wäre, wer hat eigentlich den Master-Account für die Organisation, weiß das jemand? Also es gibt die GitHub-Organisation, aber irgendwie finde ich nicht heraus, wer eigentlich überhaupt den angemeldet hat. Weiß das jemand? Auf der Mailingliste folgen. Hört. Also Mailingliste, okay. Es gibt auf jeden Fall genug Administratoren, die einen ins Team aufnehmen. Okay, add me please. Ja, kann ich machen. Gut. Schick die E-Mail-Adresse nachher rüber. Okay, Git Cheat Sheet. Immer sehr schön, wenn man gerade mal anfängt mit der ganzen Sache. Unter dem Link gibt es ein schönes Cheat Sheet, mit dem man das Ganze machen kann. Natürlich gibt es auch immer noch die Möglichkeit, einen unserer netten Raumzeitlaboranten anzusprechen. Also ich glaube zumindest, dass es mehr als genug gibt, die sich mit Git auf jeden Fall auskennen. Also ihr müsst nicht nur mich fragen, aber dürft es natürlich auch gerne, wenn ihr wollt. Und es wurde bereits ein Workshop angefragt von ThinkJD. Ich kann leider momentan noch keinen Termin nennen, weil ich aktuell immer das Ganze mittlerweile mit zwei Personen absprechen muss, nämlich einmal der höhere Macht, die hatte ich vorher schon, also meiner Frau. Mittlerweile gibt es allerdings auch eine tiefere Macht, was nämlich unter anderem auch der Grund ist, warum ich in den letzten zwei Monaten gar nicht da war. Bei mir gibt es nämlich Hacker-Nachwuchs. Das heißt, ich bin jetzt seit zwei Monaten Vater. Das ist der Kleine. Hör ich ständig. Gut, der kommt auf jeden, der ist auf jeden Fall da und das Problem ist also mittlerweile, ich muss es also immer auch leider ein bisschen zu Hause mit der Familie absprechen, aber ich schicke einen Termin auf der Mailingliste rum, wann wir das Ganze machen, dann können wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen. Okay. Git bisect good, git bisect bad. Das ist eine wunderschöne Funktion, um herauszufinden, was gut und was schlecht gelaufen ist. Und git blame ist dann dafür da, um herauszufinden, wer das Ganze verbockt hat. Kurze Frage also, habt ihr irgendwelche? Ich hätte noch zwei Ergänzungen. Ja. Einmal ist auch noch ein guter Anlaufpunkt, wenn man sich über Git informieren will, die Git Reference. Das findet man relativ schnell, wenn man danach googelt. Das ist eine Seite, wo das Ganze sehr schön erklärt ist. Das ist von den GitHub-Machern. Git Reference, okay. Genau. Und dann wollte ich noch was ergänzen zu dem vorhin, wo du das mit den Branches erklärt hast. Ja. Und zwar hattest du gesagt, dass man einfach dann zwischen den Branches wechselt. Allerdings sollte man, bevor man den Branch wechselt, einen Commit machen, sonst schmeißt das einen durch die Änderungen. Zwischen den Branches hin und her. Ja, das stimmt. Das wollte ich noch ergänzen, weil das kann ziemlich lange gehen. Mal halt Session. Ja, oder das, aber man sollte noch was tun, sonst gibt es
Probleme. Aber er weiß halt, worauf hin. So ist es. Also ich glaube auch, dass es da auf jeden Fall eine Warnung gibt, bevor man das Ganze tut. Ich glaube, mittlerweile muss man da einen Force angeben, damit das funktioniert. Also damit man wirklich Änderungen verliert. Git ist benutzerfreundlicher geworden. Es ist tatsächlich so. Beim letzten Mal, wo ich das sowas getan habe, nicht. Ja, also ich erinnere mich auch noch, dass es da sowas gab, aber Git ist mittlerweile also wirklich benutzerfreundlicher geworden, dass man nicht mal kurz eben aus Versehen irgendwelche Daten löscht. Ne? Also das ist mittlerweile durchaus der Fall. Okay. Gibt es ansonsten überhaupt keine Kommentare? Gut. Dann noch ganz kurz, ThinkJD hatte mich angesprochen, dass er als Überbringer der Nachrichten einen Rüffler bekommen hat. Ich habe keine Ahnung, wie man Git schreibt. Wer auch immer bei ThinkJD sich beschwert hat darüber, ich weiß es wirklich nicht, ob es jetzt klein geschrieben, groß geschrieben, mit Plus oder ohne irgendwas geschrieben wird. Keine Ahnung. Passt schon.